So, willkommen heute zu meinem Commentary Gameplay von Final Fantasy. Ja, es geht weiter. So, im letzten Part mussten wir sogar die Ultima-Waffe besiegen, nachdem wir alle Schalter oder so offen hatten. Und zwar mussten wir APS, wir mussten insgesamt 10 behalten oder mehr, oder vielleicht auch 11. 10 oder 11, egal. Damit wir es schaffen. Ansonsten musste man wieder zu Level 1 und alles wieder von vorne dabei sein. Jetzt müssen wir auf und Helen retten. Natürlich. Da wo wir vielleicht auf Cypher sehen werden. Mal gucken. Genau hier müssen wir jetzt langkommen. Und wir sind fast da. Und da sind wir auch schon. Volle Kraft voraus, jetzt stürmen wir das Gebiet. Oh, was für ein Schild. Ach, was für ein Schild. Ich wollte das schon auf Englisch sagen. Aber wir kommen noch durch. Ja, wir kommen los. Wir müssen jetzt wieder drauf zu fliegen, damit wir reinkommen. Ich habe das erst mal nicht. Ich habe erst gedacht, hey, warum wieder zurück? Aber wir mussten da rein. Das ist ganz einfach. Rajing und Fujing? Och nee, wir kämpfen schon wieder gegen ihn. Na egal. Jetzt spürt die Macht des Todes. Schmerz. Gegen die wird es auch ganz einfach, weil wir nur so lösen kann. Und wenn er kommt, viel Schaden auslösen. Wir richten nämlich den viel Schaden. Und nicht umgekehrt. Oh, Cypher hat mal Angst. Oh, Cypher hat mal Angst. Als einer der Bösen darf er doch keine Angst haben. Das ist ja ein Weichei. Mann. Da ist Radio noch von außen. Jetzt müssen wir nur noch gut sehen. Nee, was soll das denn? Okay, gehen wir nach Dolora und der kann die ganze Sache aufklären. Nein, das ist gut. Einmal noch ein paar So, sag dich so. Wir haben es geschafft.
Nun müssen wir jetzt hier entlang, also einfach mal geradeauf, oder nach unten, weißt du? Ja, nee, wir laufen ja geradeauf. Zauberstein soll das, glaube ich, heißen. Wie langweilig. Aus Langeweile sage ich jetzt schon, kommen so irgendwie was. Das heißt ja. Manchmal auch was Unsinniges. Also was irgendwie total keinen Sinn hat. Wenn wir hier kämpfen, kriegen wir noch 4 Experience. Das ist zu wenig. Also bei denen da, weil man die jetzt einfach schlagen kann. Je schwerer, desto mehr. Und je leichter, desto weniger. Da ist halt irgendwie. Wir speichern hier noch einmal ab. Wir machen trotzdem weiter, das ist jetzt zu wenig. Die 8 oder 9 Minuten Aufnahme ist zu wenig. So, wir sollen jetzt hier durch. Oder? Nee, 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 das ist so eine. Das ist hier nur eine Sackgasse. Hier müssen wir lang. Ach nee, schon wieder. Und zack. Oh, wie viel das schon abzieht. Das war's schon. Wow, wie einfach. Und sorry, falls das jetzt ein bisschen leckt. Ich weiß auch nicht warum. Also falls ihr euch fragt, warum das gerade geleckt hat, weiß ich jetzt auch nicht warum. Aber normalerweise hat es bei solchen Explosionen gar nicht erst geleckt. Rajin und Fujin hören schon auf. Wir sind jetzt auf unserer Seite. Gut, wir haben sie überredet. Wie geil. Dann bleibt nur noch Cypher. Und wenn Cypher sich nicht überreden lässt, dann... Tja, dann ist er der Einzige mit Ultimacia. Und wir sind zu 6. Vielleicht auch jetzt zu 8. Aber es dürfen ja 3 in einem Kampf sein. Also... Es gibt ja eigentlich wenig Sinn.
Mann, ey, Cypher, gib doch auf. Ich hasse dich. Ja, okay, wenn es sein muss, dann ziehen wir halt eben die harte Tour. Wenn es auf die leichte nicht wirkt, wenn die leichte Tour nicht klappt, dann müssen wir halt eben mit kämpfen, ihn irgendwie dazu überreden, falls er es überhaupt noch macht. Natürlich muss er sich überreden, dann nicht. Das heißt, wir müssen halt ebenso kommen, aber wir schaffen ihn locker. So, und hier kommt er. Wow, er ist wieder da. So, das war kein Lag, das war nur so ein Standbild. Also überhaupt will ich keine Sorgen zu machen, das war kein Lag. Ich hatte das auch offscreen. Ja, ich habe das schon ein bisschen vorgezockt. Och nee, jetzt nicht Rinoa kidnappen, ey. Mann, jetzt müssen wir sie schon wieder retten, oder was? Okay, wir nehmen jetzt alles, nehmen wir ihn, Zell und ansonsten keiner. Okay. Und du und dein Wunsch, ey. Wenn es Ultimesias Wunsch ist, muss ich drauf rumkacken oder drauf einlassen. Das sollte man lieber gar nicht erst machen. Aber wie auch immer, jetzt war es so ein CD3. Ihr seht schon hier. Das war's. Ja, ich speichere jetzt nur noch einmal ab. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Part wieder. Ciao, Leute.